Ja, servus Jungs und Mädels. Heute will ich Ihnen einmal ein Thermometer vorstellen. Und zwar von Inkbird, das INK-IFT-04. Das schaut so aus. Nehmen wir es mal raus. Das ist ein Laser-Messgerät. So. Hinten das Display und vorne dann kann man einen Laserpunkt mit einstellen, aber das Zeug hingeht dann einmal genau. Das Schöne von dem ganzen Ding ist natürlich auch, da waren gleich Batterien dabei, da brauche ich also dann nicht extra suchen. Gebrauchsanleitung ist mit dabei, allerdings ist die nur in Englisch. Das ist natürlich nicht ganz so gut, aber wenn man das ein paar Mal benutzt hat, das Thermometer da, da wird man schnell rausfinden, welche die Funktion ist, da man das, die Bedienungsanleitung fast nicht braucht. Und jetzt schauen wir uns das dann einmal an. Bleibt dabei, schaut es euch an, viel Spaß dabei. Ja gut, da haben wir jetzt das Thermometer. Und da muss ich sagen, also, das liegt schön in der Hand, ist groß genug. Passt. Und da haben wir viele Tasten dran. Da haben wir einmal vorne dann die zum Auslesen, die Tasten. Und hinten sind nochmal drei Tasten. Da ist einmal, wenn man den Laserpunkt ein- und ausschalten kann. Und die anderen, die findet man dann schon raus. Da ist noch mit Speicher dabei, was der letzte Wert war und der höchste und der niedrigste. Und dann kann man da noch umstellen auf dem rechten zwischen Fahrenheit und Celsius. Batterien, die kommen da unten rein, das ist eigentlich auch ganz einfach, bloß wegen Aufschirm aufklappen und dann die Batterien da, die wir dabei waren, rein und da steht hinten Plus und Minus, da haben wir also da im Minus rein tut und da im Plus, halt umdrehen, so. Dann schaut das so aus, dann klappt man da bloß wieder zu und schiebt den wieder hinten. Dann ist das zu. Und dann geht es an zum Messen. Und dann braucht man jetzt bloß, ich weiß nicht, wenn man jetzt das machen kann, ob man das sieht. Na, das sieht man schlecht, wo. So meine ich es besser. Der hat jetzt minus 3,1 Grad. Und wenn wir gerade bei Minus sind, bei den Grad, geht der Temperaturbereich von minus 32 bis plus 600. Das schaltet sich auch selber wieder an, dann, das Thermometer. Und wie gesagt, und da kann man dann umschalten zwischen Fahrenheit und Celsius. Und da kann man den Laserpunkt einschalten oder ausschalten. Und das ist die Speicherfunktion da in der Mitte da. Und vorne da bloß kurz drauf und dann hat man schon Temperatur da. Das ist wie gesagt, das ist ein handliches Gerät, ist nicht allzu teuer. Und wenn wir jetzt beim Preis haben, Inkbird hat man abholen, vom 10. bis 13. kriegt sie da 20% auf das Gerät bei Amazon. Ich tue das unten verlinken, den Rabattcode mit. Ansonsten war es das dann von dem Thermometer her. Ich bin zufrieden und ihr werdet es noch öfters mal in einem Video sehen, weil ich das einmal vielleicht benutze, weil da kann man Garraumtemperatur vom Grill, das Fleisch kann ich, oder im Kühlschrank, zum Beispiel vom Fleisch kann ich hergehen, kann ich sagen, ja gut, die Kühlketten, die ist nicht unterbrochen worden. Und ich kann auch in Gefriertruhe mal einhalten und schauen, was in der Gefriertruhe für Temperatur habe. Also das ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar, sage ich einmal. Und nicht bloß jetzt zum Grillen oder Kochen. Da haben zu wenig Reparaturen, da ist auch mal was habe ich da Temperatur oder sonst irgendwie. Ich würde sagen, das ist ein volles Gerät. Und wie gesagt, wer Interesse hat da, jetzt die nächsten drei durch,
gebe ich 20% Rabatt mit dem Code. Das war's dann von meiner Seite her. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, das kurze Ding. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, euer Oberpfalz Barbecue.